Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfalle. Ja, wir hatten dieses Schreiben hier zusammengesetzt und in der letzten Folge und hatten natürlich wenig Zeit, in der letzten Folge das Ganze mal kurz vorzulesen oder zu lesen überhaupt. Also, Roman Medowski, Vera Security SAL, Zone 5, Place de Prado in 75010 Paris, 4. April. Sehr geehrter Herr Medowski, betrifft Sicherheitsmaßnahmen für die bevorstehende Ausstellung bei Les Arts Bleus. Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 30. März. Ich freue mich, Ihnen hiermit bestätigen zu können, dass Vera Security exklusiv für alle Sicherheitsvorkommen und der bevorstehenden Ausstellung verantwortlich sein wird. Wir nehmen Ihr großzügiges Angebot an, sind mit den Bedingungen einverstanden und werden so verfahren, wie Sie es vorgeschlagen haben. Die Eröffnung der Ausstellung wird bis ins kleinste Detail geplant und ich gehe davon aus, dass alles Ihre Zustimmung finden wird. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt dabei La Maledictio, das an der hintersten Wand platziert wird, so weit wie möglich vom Eingang entfernt. Der Besitzer wird anonym bleiben. Wir sind hoch erfreut, Sie in dieser Angelegenheit repräsentieren zu können. Mit freundlichen Grüßen, Henri Dubiot. Ich sage immer Dubiot. Dubios ist er ja nicht, obwohl der Mordfall schon. Wie dem auch sei, wir wissen jetzt etwas mehr. Wir müssen mit dem Herrn Medowski sprechen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir an das Glitzerzeug daran? Denn ich behaupte, das Glitzerzeug ist für uns noch interessant. Der Lüftungsschacht hatte an der Seite einen kleinen Riegel. Unordnung, 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 Lüftungsschacht. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes. Aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. So, die Lampe ist an. Hier sehen wir sonst nichts. Wir können nochmal rausgehen. Der Brief allein kann nicht die Lösung sein. Vielleicht kann ich sie mit dem Papier rausziehen. Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Vielleicht mit dem zerfledderten Streifen? Das würde nie funktionieren. Ja, das dachte ich schon. Das konnte ich vergessen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht können wir es klebrig machen mit dem Sprühzeug. Ah. Das klappte sowas von gar nicht. Auch nicht? Na, dann ist es wahrscheinlich der Haken hier. Die Büroklammer war dafür perfekt. Da war definitiv etwas drin. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes. Aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. Jetzt verliert George bestimmt die Hand. Also, was bist du denn? Erwischt! Na, da sieh einer an. Es war eine Pistole. Höchstwahrscheinlich die, mit der Henri erschossen worden war. Ah? Wen haben wir denn da? L'Américain Monsieur Stoppard. Sie werden den Tag verfluchen, an dem Sie mir über den Weg liefen. Denn jetzt zappeln Sie in meinem Netz wie eine Sardine. Inspektor, ich untersuche nur den Raubmord. Oh nein, Monsieur. Sie brechen vielmehr in einen unschuldigen Lagerraum ein. Ich habe die Mordwaffe gefunden. Gefunden? Nein. Versteckt? Ja. Mue, verhaften Sie diesen Mann und bringen Sie ihn aufs Revier. Ich werde Sie ausquetschen, Monsieur Stobart, wie eine Zitronenpresse. Tja. Ich habe mir schon gedacht, doofe Idee, da dran zu packen. Danke, Ronny. Ich wünschte nur, ich hätte ein paar bessere Aufnahmen vom Mörder. Spinnst du? Diese Schnappschüsse aus der Hüfte, absolut dramatisch. Hast du gut gemacht, Nico. Und wie geht's weiter? Bring mir ein Interview mit dem Besitzer und du kriegst die Titelseite der Sonntagsausgabe. Bin schon dran. Halt mich auf dem Laufenden und gib Bescheid, bevor du was runterschreibst, okay? Geht klar. Ich muss auflegen. Da ist wer an der Tür.
Monsieur? Sind Sie Nicole Collard? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss mich mal setzen. Sie sollten lieber reinkommen. Tja, Ronny der Chef und ein alterner Spanier. Warum sage ich alternder Spanier? Ja, aus dem Vorspann wissen wir, dass es in Spanien gewesen sein muss, wo das Bild zum letzten Mal geklaut wurde. Und die Wohnung von Nico sieht ähnlich aus wie immer. So, hölzerne Truhe. Nicht so interessant. Wir schauen sie trotzdem mal an, einfach weil wir die Zeit haben. Das Ding war voller Papierkram. Aha. Ich habe gehofft, du erzählst uns etwas mehr. Wie dem auch sei. Fotos, Computer. Das war mein Computer. Und ich verstehe nicht, warum sie sagte, war. Abfalleimer. Der Abfalleimer war voll. Die Kamera? Ich liebte diese Kamera. Ja, wie wär's, wenn du mal deinen Besuch fotografierst? Okay, wir schnappen uns mal das Foto. Ich hatte schon das beste Foto für meinen Artikel rausgesucht. Ich musste sie mir nicht nochmal ansehen. Schade. Weinflasche? Möchten Sie ein Glas Wein? Ja, diese Treppe ist ein echter Albtraum. So. Jetzt ist mir wohler. Also, was kann ich für Sie tun, Monsieur? Mein Name ist Thiago Marquez. Ich habe Ihren Artikel über den Diebstahl gelesen und Ihre Adresse ausfindig gemacht. Ich bin sofort hergekommen. Ich musste Sie sehen. Und warum das? Das gestohlene Gemälde, La Maledictio. Es gehört mir. Ronny hatte gesagt, ich solle den Eigentümer interviewen. Und den hatte ich vor mir. Genauer gesagt, jemanden, der behauptete, der Eigentümer zu sein. Okay. Tja, und der Name passt auch schon zum Spanier. Wie fangen wir am besten an? Ja, einmal mit dem Presseausweis. Ich bin von der Presse und möchte Sie interviewen. Ich hatte keinen Grund, Marquez meinen Presseausweis zu zeigen. Er wusste ohnehin, wer ich war. Na gut, okay, macht Sinn. Erzähl mir etwas von dir selbst, Marquez. Erzählen Sie mir etwas über sich selbst. Ich bin Thiago Marquez, der rechtmäßige Eigentümer von La Maledictio. Was soll ich sonst noch groß erzählen? Dann erzähl mir was von dem La Maledictio. Das gestohlene Gemälde gehört also Ihnen? Erzählen Sie mir mehr darüber. La Maledictio gehörte meiner Familie in Katalonien, damals in den 30er Jahren, vor dem Bürgerkrieg. Und was macht es dann hier in Paris? Die Faschisten haben es 1938 gestohlen. Sie töteten meinen Vater, aber ich bin entkommen. Seither habe ich danach gesucht. Sie müssen mir helfen, es zu finden. Okay, jetzt will ich doch noch mal mehr über dich wissen, Marquez. Sie sind den ganzen Weg von Katalonien hierher gereist? Nein, seit dem Krieg lebe ich in Frankreich, im Südwesten. Und jetzt will ich das Gemälde zurückhaben. Okay, erzähl mir von deiner Familie. Haben Sie Ihre ganze Familie im Bürgerkrieg verloren? Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Das tut mir leid. Ich wäre geblieben und hätte für die Freiheit gekämpft. Aber ich war noch ein kleiner Junge. Okay. Dann bieten wir mal die Hilfe an. Sie haben meine Aufmerksamkeit, aber wenn ich Ihnen helfen soll, brauche ich mehr. Handfeste Beweise. Ich habe etwas Handfestes. Dieses alte Foto von mir und meiner Familie. Sehen Sie das Gemälde über dem Kamin? Ja, das ist La Maledictio. Das Foto bewies eine Verbindung zwischen dem alten Mann und dem Gemälde.
Sie haben bei diesem Diebstahl Fotos gemacht, nicht wahr? Hab ich, ja. Ich muss sie sehen. Wieso? Bitte, ich muss sie sehen. Na gut, hier sind sie. Tja, die wichtigsten Sachen sind wahrscheinlich einmal der Auftritt, der Dieb selbst. Das ist das beste Foto, das ich gemacht habe. Das hat auch die Zeitung gedruckt. Ja, so habe ich La Maledictio erkannt. Mein Gemälde. Es sieht wirklich so aus wie das auf Ihrem Foto. So nah dran. Und doch ist es jetzt wieder verloren. Okay, George, Henry und der Dieb. Hier sieht man natürlich ganz wenig von den Leuten. Das hier haben Sie nicht genommen. Da ist mir George ins Bild gelaufen. Typisch. Wer ist dieser George? Nur ein Freund. Bei ihm war das Gemälde versichert. Dann muss er ja wissen, wer dieser Lügner ist, der behauptet, mein Gemälde gehöre ihm. Das glaube ich nicht. Das hätte er mir gesagt. Okay. Das hier ist wichtig. Dieses Zeichen auf dem Arm. Hier läuft der Dieb gerade mit dem Gemälde weg. Was ist das für eine Tätowierung auf seinem Arm? Sieht aus wie ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen. Headhunters? Sie werden ihn finden. Und dann finden Sie auch mein Bild. Ich kann es versuchen, Monsieur. Das müssen Sie, Mademoiselle. Und das hier ist wahrscheinlich noch wichtig. Dieses Bild ist nicht so gut geworden. Es ist perfekt. Perfekt? Endlich. La Maledictio in seiner ganzen Pracht. Diese Linienführung, die Farben, die Details. Ich habe es so lange nicht mehr gesehen. Dann nehmen Sie das Foto. Für mich ist es wertlos. Wirklich? Vielen Dank, Mademoiselle. Schade, weil das war jetzt echt interessant, das Bild. Mir hat's gut gefallen. Ich jetzt gern behalten. Wie dem auch sei, auf den Fotos haben wir jetzt alles gesehen, behaupte ich mal. Marquis' Story war sehr interessant, aber ich brauchte eine Bestätigung. Ob in der Galerie wohl die Eigentümer der Werke erfasst wurden? Und auch wenn ich ihm nicht völlig vertraute, war dies eine Spur, die ich keinesfalls verlieren wollte. Wo wohnen Sie? Was? Nirgends. Vielleicht hier. Ich wollte nicht, dass er in meiner Wohnung blieb. Aber es gab eine andere Lösung. Mein Nachbar ist für ein paar Tage nicht in der Stadt. Sie könnten dort wohnen. Ja, das wäre gut. Vielen Dank. Prima, dann gehen wir. Adam hatte gesagt, er würde mir seinen Reserveschlüssel unter die Fußmatte legen. Tja, dann einfach mal zupfen. Mein Nachbar hatte mir einen Schlüssel unter die Fußmatte gelegt. Was mich daran erinnerte, dass ich seine Blumen eine Woche lang nicht gegossen hatte. Der Schlüssel war nicht da. Das ist nicht gut. Die Tür war verschlossen, aber mein Nachbar legte immer einen Schlüssel unter die Fußmatte. Hat er nicht? Oh, Spalt im Boden. Der Spalt war breit, aber nicht breit genug für meine Finger. Was hast du denn so dabei? Den Ausweis. Na klar, der Kaugummi wird schon machen. Mit dem klebrigen Kaugummi konnte ich den Schlüssel herausangeln. So, dann sperren wir mal auf. Das wird reichen. Schön, dass es Ihrem Standard entspricht. Ich muss gehen, Monsieur. Ronny hatte mir die Titelseite versprochen, wenn ich ihm ein Interview mit dem Besitzer des Gemäldes bringe. Und hier hatte ich einen verrückten Spanier, der genau das von sich behauptete. Ich musste rausfinden, wer den Verkauf des Gemäldes in Auftrag gegeben hatte. Vielleicht war in der Galerie doch noch mehr zu holen. Eine unbequemte Metro-Bahn. Lane saß vor dem Café. Er sah benommen aus.
Ja, dann sprechen wir doch mal mit Lane. Hallo, Monsieur Lane. Ah, die entzückende Nicole Collard, unsere investigative Reporterin. Womit kann ich dienen? Ich hatte gehofft, ich würde sie hier finden. Für schöne Damen wie Sie stehe ich immer zur Verfügung. So, dann erzähl mir doch mal bitte was von der Galerie. Ich schreibe eine Fortsetzung der Story über den Diebstahl in der Galerie. Ah, Sie brauchen also Insiderwissen vom Fachmann. Sowas in der Art. Die Polizei ist in der Galerie fertig. Wir könnten uns im Büro unterhalten. Da ist es viel bequemer. Viel intimer. Vielleicht könnte ich sogar eine kleine Flasche Champagner auftreiben. Vielleicht später. Ich muss erst noch was erledigen. Dann vielleicht nächstes Mal? So, erzähl mir etwas vom Bild. Was wissen Sie über den Besitzer von La Malédiction? Das war Henri's Sache. Er hat das Gemälde aufgetrieben und mit dem Besitzer verhandelt. Könnte sonst noch jemand etwas über den Besitzer wissen? Unwahrscheinlich. Gerade bei diesem Bild war er sehr diskret. Aber er hatte für jede Ausstellung eine Exponatliste. Oha, die Liste ist wichtig. Wie geht's überhaupt, Lane? Henri ist tot. Das muss für sie schwer gewesen sein. Ja, ich werde ihn sehr vermissen. Wir hatten eine ganz besondere Beziehung. Der Verlust ist schwer zu ertragen, selbst für einen Mann mit meiner inneren Stärke. Ja, eine innere Stärke, dass er bei einem Anblick einer Kanone schon ohnmächtig war. Okay, die Exponatliste. Sie erwähnten diese Exponatliste. Wie könnte jemand da mal einen Blick reinwerfen? Dieser jemand könnte im Büro nachschauen, wo Henri seinen meisten Papierkram aufbewahrt hat. Können wir da mal nachschauen? Wie war das mit der Galerie? Natürlich, meine Liebe. Wir können gleich hingehen, wenn Sie wollen. Das klingt prima. Wir können meine Tortur bei einem Glas Champagner besprechen. Ein kuscheliger Plausch mit Lane war das Letzte, was ich wollte. Aber er war meine beste Chance, mich mal ein wenig im Büro umzusehen. Worauf warten wir dann noch? Da freut sich der Kellner. Lanes nächste Eroberung. Und ich denke mal, Nico wird sich schon zu erwehren wissen. Nach Ihnen, meine Liebe. Das Zimmer ertrank fast im Müll. Es würde nicht leicht werden zu finden, was ich suchte. Als Lane sich hinsetzte, lugte etwas zwischen den Polstern hervor. Es sah aus wie eine Mappe. Was auch immer das war, die Polizei hatte es übersehen. Kommen Sie zu mir auf die Couch. Ich wäre jetzt soweit. Sie würden doch sanft mit mir umgehen, nicht wahr? Oh, ich bin niemals sanft, Monsieur Lane. Oh, bitte nennen Sie mich Hector. Hector, okay, ich werde jetzt erstmal schauen, was wir anderes machen können. Tür raus, Uhr, Überwachungsanlage, Plakat. Das hat sich George schon mal alles angeschaut, das machen wir vielleicht noch im Anschluss. Schublade. Ich konnte den Schreibtisch nicht durchsuchen, solange Lane in der Nähe war. Das heißt, wir müssen Lane beschäftigen. Wie können wir Lane beschäftigen? Wir können uns setzen. Machen Sie es sich bequem, ma chérie. Wir sprechen von hier aus mit Lane. Da nicht. Lane hatte die Mappe nicht bemerkt. Bei der dicken Polsterung kein Wunder. Die einzige Art, da ranzukommen, war Lane abzulenken. Okay, wie können wir ihn gut ablenken? Also, wir können die Mappe nicht schnappen, wir können ihn aber bequatschen. Wir haben nichts dabei, um zu ablenken. Naja, dann reden wir. Monsieur Lane? Bitte, Hector. Okay, wir fragen erstmal ein paar wichtige Sachen. Der Besitzer. Sie wissen also nicht, wem dieser Serb gehört? Tut mir leid, meine Liebe, wirklich nicht. Na gut. Das La Malédiction. Können Sie mir irgendwas über das Gemälde erzählen?
Es war ein absolutes Vergnügen, es zu finden, ein unentdecktes Juwel. Es ist zweifellos ein fantastisches Gemälde. Was können Sie mir über seine religiöse Bedeutung erzählen? Natürlich steckt in dem Bild auch viel religiöser Symbolismus. Das zentrale Element dabei ist das Heiligenpantheon. Okay. Erzähl mir doch was über diese tolle Statue. Wie ich sehe, besaß Henri eine Statue von sich selbst. Ja, für einen Mann mit so hohen Zielen hatte er einen alarmierend schlechten Geschmack. Trotzdem werde ich ihn vermissen. Wir waren wie eine Familie. Was wird jetzt aus diesem Laden? Das entscheidet Henris Witwe, die Ärmste. Vielleicht bringt sie es nicht übers Herz, mich vor die Tür zu setzen. Ach, da bin ich zuversichtlich. Ja, wie war das denn mit dem Glas Champagner? Oh, Hector, vielleicht bieten Sie mir ja auch ein Glas Champagner an. Aber natürlich, Champagner, der Balsam der Natur in schlimmen Zeiten. Verdammt, der war vorbereitet. Können wir aufstehen? Ja, wir könnten aufstehen. Wir können uns aber nicht umschauen. Wir plaudern wieder mal ein bisschen. Ne, das bringt nichts. Deckglas. Ich könnte das Deckglas jetzt über ihn schütten. Auf neue Freunde. Auf die Liebe. Oh, mon Dieu, ist das kalt. Och, ich Dummerchen. Tut mir ja so leid. Ich muss das nur kurz abtrocknen. Keine Bange, meine Liebe. Ja, alles klar. Schnapp dir die Mappe und los geht's. In der Mappe war eine Aufstellung aller Gemälde in der Ausstellung. La Malédiction musste dabei sein. Da war es. Und daneben stand der Name des Besitzers. Medowski. Die Polizei hatte die Mappe wohl nicht entdeckt. Ich steckte sie zurück. Ich hatte, was ich für meine Story brauchte. Monsieur Lane, vielen Dank für alles. Aber ich glaube, ich höre meinen Chefredakteur rufen. Ma chérie, kein Grund schon zu gehen. Das war doch nur etwas Geklecker. Lauf, Nico, lauf! Und ich habe herausgefunden, wer offenbar der Eigentümer von La Malédiction ist. Ein Kerl namens Medowski. Klingt russisch, oder? Medowski, du meine Güte! Wer ist das? Er ist der Neue im Oligarchenclub. Frisch aus Russland nach London gekommen. Mit Ehrgeiz und einem Ruf als Schlechter. Nico, das ist nicht mehr deine Gehaltsklasse. Ich werde einen erfahreneren Kriminaljournalisten auf die Story ansetzen. Ich kann es mir nicht leisten, dass du verletzt wirst. Ganz ruhig, Ronny. Das ist meine Story. Da bleibe ich dran. Wir können uns ja morgen beim Mittagessen darüber unterhalten. Okay, aber unternimm erstmal nichts weiter. Bis morgen dann. Ronny traute mir diese Story nicht zu, aber ich würde nicht zulassen, dass er sie jemand anderem gab. Ich würde schnell handeln müssen. Ja. Komm rein. Hallo George, schön dich zu sehen. Wie ist das gelaufen drüben bei Vera? Ich hoffe, ich störe nicht, wenn ich einfach so reinplatze. Nein, überhaupt nicht. Ganz gut. Ich habe die Waffe gefunden, die bei dem Raubmord verwendet wurde. Ich bin beeindruckt. Echt? Naja, Navette eher weniger. Er hat mich beschuldigt, ich wolle die Waffe da verstecken und ich sei in den Mord an Henri verstrickt. Und dann schickte er mich hinter Gitter. Er hatte natürlich nichts in der Hand, also musste er mich heute Morgen wieder auf freien Fuß setzen. Aber er ist sicher, ich war's. Wenn ich jetzt nur mal in der falschen Tonart huste, sperrt er mich gleich wieder ein. Ansonsten habe ich eine unglaubliche Story für dich. Eine lange Geschichte später. Annette, die Managerin von Vera Security, hat gelogen, was den Eigentümer der Firma angeht. Als ich den Brief zusammensetzte, fand ich einen Namen, Medowski.
Medowski? Das ist der gleiche Kerl, der sagt, er sei der Eigentümer von La Malédiction. Was? Ihm gehört das Bild und Vera Security? Er muss hinter diesem ganzen Schwindel stecken. Das sagst du. Aber wir müssen sicher gehen. Was zum... Ich kann in dem Bett nicht schlafen. Ist mir zu weich. George, das ist Senor Marquez. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind also dieser George, was? Ich habe Senor Marquez in der Nachbarwohnung untergebracht. Offenbar ist er der wirkliche Eigentümer von La Malédiction. Bitte? Ich dachte, das Bild gehört Medowski. Senor Marquez behauptet, das Gemälde sei seiner Familie im Spanischen Bürgerkrieg gestohlen worden. Wirklich? Gibt es irgendwelche Beweise? Senor Marquez, könnten Sie ihm bitte das Foto zeigen? Tja, da haben wir das Bild. Da haben wir Mann, Frau, Kind. Gibt es doch noch bestimmt mehr. Na gut, wir schauen erstmal nach dem Bild. Das Bild da an der Wand ist definitiv La Malédiction. Es gehört in meiner Familie, also gehört es jetzt mir. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Die Ecke, die auf diesem Bild nicht zu sehen ist, ist genau die Ecke, die unsere Nico fotografiert hatte von dem Gemälde. Ob das was zu bedeuten hat? Wir werden sehen. Statue. Auf dem Kaminsims standen zwei Statuen auf Sockeln. Die Statuen waren recht eindrucksvoll. Aber was haben die zu bedeuten? Die Statuen waren recht eindrucksvoll. Okay, wer ist der Mann? Wer ist das? Mein Vater. Als sie uns 38 holen kamen, konnte ich mit meiner Mutter fliehen. Aber mein Vater hat es nicht geschafft. Okay, das war die Mutter. Wer ist das? Meine Mutter. Eine gute Frau. Eine Heilige. Der Kamin. Das war ein herrlicher Kamin. Mehr als den Kamin selber anschauen können wir nicht. Der Junge. Wie können wir beweisen, dass Sie das Kind auf dem Bild sind? Die Zeitangaben würden passen, George. Wenn das Gemälde wirklich in den 30er Jahren gestohlen worden war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Aber wie kann ich sicher sein, dass Sie der Junge auf dem Foto sind? Ich kann es beweisen. Schauen Sie sich meinen Vater auf dem Foto an. Sehen Sie das Medaillon, das er umhat? Er gab es mir kurz vor seinem Tod. Dieses Medaillon ist seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Oh. Also, ich würde es ganz gerne sehen, aber ich glaube, der mittlere Kreis, der hat so ein bisschen was von diesem Medaillon. Oder? Naja, es wirkt zumindest so auf mich. Obwohl, ja gut, hier ist ein Kristall drin, da ist ein Baum drin und so weiter. Aber der Kreis selbst sieht aus, als wäre da so dieser Drache auch. Naja, man müsste es genauer sehen. Das ist definitiv das gleiche Medaillon. Eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Das Symbol ist auch auf dem Gemälde. Das ist der Ouroboros. Der was? Der Ouroboros. Er ist ein Symbol meines Volkes, meiner Familie, meines Glaubens. Der Gnostiker. Mein Vater war ein Anführer der Gnostiker. Und La Malédiction ist den Gnostikern heilig. Daher zeigen beide den Ouroboros. Ein Priester, den ich getroffen habe, hielt das Gemälde für ein Werk des Teufels. Etwas Böses. Ha! Klar, dass der das sagt. Glauben Sie nicht alles, was Ihnen die Kirche erzählt. Was auch immer Sie glauben, das Bild gehört mir. Wenn Marquez der wahre Eigentümer von La Malédiction war, hatte Medowski keinen legalen Anspruch darauf. Könnte schwer zu beweisen sein. Aber wenn ich es schaffte, bräuchte meine Versicherung nicht zu zahlen. Wenn das Gemälde Ihnen gehört, wie kommt es dann in Medowskis Besitz? Die Faschisten haben es gestohlen. Es kam über Madrid nach Berlin und nach dem Krieg dann nach Moskau. Danach blieb es verschollen. Bis jetzt. Wir müssen mit diesem Medowski reden. Aber wie finden wir ihn? Tja. Das finden wir noch heraus, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen und was immer ihr sein mögt.